So, die Stimme ist geölt, Dextory ist neu gestartet und ich glaube, ich kann jetzt weiter aufnehmen. So, als letztes haben wir ja hier unseren ersten Orbit gemacht. Wir haben das Launchpad upgegradet und Mission Control hat uns den Auftrag erteilt, ein Flyby um den Moon durchzuführen. Und ja, das tun wir dann jetzt auch. Dazu werde ich den Stay Putnik oder den Probodobodein Stay Putnik benutzen. Wir werden, also wir haben keine. Das wird jetzt auf jeden Fall sehr spannend. So, wir werden irgendeine Basisgerüst. Ich möchte den vielleicht auf sowas stellen. Und der Rocco Max Brand Adapter ist ja für groß. Den wollen wir auf jeden Fall haben. So. Das können wir schon mal als Kern unseres Wirkens quasi sehen. Service Bay Container. Was war nochmal das für ein Container? Das war der, um Parts unterzubringen, die kleineren Parts und Radiator Panel. Was macht das? Benötigt Core Heat Transfer. Da bin ich noch nicht so ganz. Cools up four times part temperature. Ob das nur für den Wiedereintritt gut ist, aber da steht Heat into Space. Und wir können ja in into Space, also beim Wiedereintritt, würden wir ja die Hitze, wenn dann die Atmosphäre abgeben. So, ah ja, hier gegen L1 DSN. So. Das heißt, die schafft 354.000 Kilometer, wenn ich das jetzt richtig sehe. Können aber auch diese High-Gain-Antenne nehmen. Ich würde die aber gerne einklappen. So, kann man die. Ah ja, sehr geil. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt benötigen wir auf jeden Fall Strom. Denn ohne Strom geht es hier nicht. Wir sind halt auf diese 18, auf diese furchtbaren 18 Parts beschränkt. Weshalb wir hier irgendwie ein bisschen. Wir müssen gucken. So, wir sollen ja nur ein Flyby durchführen. Oder jetzt erstmal ein Triebwerk drunter kleben. Ein einfaches Triebwerk, was. Die Vesta ist, glaube ich, sehr effizient. Baut recht wenig Schub auf, aber sollte genügen. So, wir müssen allerdings noch einen Tank einbauen. Also wir wollen auf jeden Fall so wenig Stages wie möglich haben. Wir wollen so wenig Teile wie möglich haben. 30 Teile, Gewicht sind wir ja, ist jetzt egal. Aber wir müssen irgendwie mehr Effizienz hinbekommen. Wir haben hier oben drin, der hat auch kein, der hat kein Reaction Wheel. Das heißt, wir müssen hier wirklich die Steuerung auf RCS eigentlich. Das wird nochmal spannend. Scheiße. Wir können das gar nicht steuern. Sheet. Ach, das ist eine Kamera. Ich habe gedacht, das ist eine Handgranate. So, das bedeutet, wir können das Teil nicht außerhalb der Atmosphäre nicht lenken, ohne Schub. Mit Schub ja, aber ohne Schub nein. Pass mal auf, wir machen abbrechen. Hier nennen das mal einfach mal Probodobodein Mark. One. Einfach nur, weil ich das Wort so toll finde. Lass mal schauen, was wir da machen können. So, wir haben nur 36 Forschungspunkte. Hier kostet alles 45. Mission Control. Wir haben noch ein Ding frei. So, das bringt halt viel Geld.
bisschen Forschung. Nee, das gefällt mir alles nicht so. Stack Decoupler, ich meine, das bringt einen Haufen Geld. Ja, zwischen 61 und 69 Kilometern sollen wir den beim Tempo zwischen 300 und 1600, also auf jeden Fall suborbital, testen. Ob wir diese Mission mal annehmen sollen. Also den hier zum Beispiel. Und da erstmal weitermachen. Das Problem, was ich momentan habe, wir haben kein RCS zur Verfügung. Das heißt, wir können keinerlei Lageregelung durchführen. Ohne. Wir brauchen quasi so ein leichtes Control-Ding. Das haben wir leider nicht. Ah, das hat aber so einen Ruhezustand. Das ist ja geil. Und das gefällt mir jetzt richtig gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall Strom sparen für den Flyby. Ich würde es vielleicht einfach mal testen, indem wir das Ganze mal also was wir auf jeden Fall brauchen, sind hier diese Fins. So, der Fin, der muss mit dabei. Und wenn wir jetzt mit diesem Coupler arbeiten und als Lower Stage den Thumper mit massiv reduziertem Schub einsetzen, kommen wir auf 5700 Meter pro Sekunde. Das müsste eigentlich genügen, um aus dem oder um zum Mond zu kommen. Ich würde sagen, wir lassen uns mal steigen. Ansonsten würden wir halt einen neuen Höhenrekord erreichen. Vielleicht können wir noch ein paar Forschungsmodule mitnehmen. Halt nochmal hier so ein Thermometer. Noch so ein Ding. Ja. Ah, und dieses Teil können wir auch mal freischalten. Dann können wir nämlich die ersten Scanside-Missionen auch stattfinden lassen. Ja, starten wir einfach mal. Schauen wir mal. So, wir müssen, ich mache gerade mal den Time Warp an. Hier sehen wir uns stehen. So, wir müssen uns erstmal in eine richtige Ausgangsposition bringen. Und zwar so müsste es hinkommen. Wir müssen jetzt in einem Stage, in einem Zug, und ich habe keinen SAS zur Verfügung. Das heißt, ich zähle einfach runter und bete. 3, 2, 1, boom. So, die Hoffnung ist, dass wir das ganze Teil, da ist kein, wir haben kein SAS zur Verfügung. Das heißt, wir müssen jetzt relativ schnell einfach Stability über die Fins aufbauen, was super, ganz, 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 wow, also ich bin hin und weg. Was ist denn das? Das ist ja schön. Gut, da kommen wir hier zumindest mal dem Ding etwas näher. Also, das vergessen wir ganz schnell. Gut, hier haben wir auf jeden Fall Hibernation zur Verfügung. Das gefällt mir sehr gut. So geht's nicht. Da müssen wir jetzt müssen was anderes anfangen. Wir müssen zuerst was anderes machen. Ich wäre dafür. Erstmal ist jetzt Scanset hier startklar. Dual Low Resolution Scan of Kerbin. Bietet uns natürlich gleich mal 43.000 Funds, was nicht schlecht ist. Orbital Survey of Minmus. Explore the Moon. Das haben wir ja. Collect Science Data from Space Around Kerbin. Den akzeptieren wir auf jeden Fall mal, den Contract. So, jetzt können wir ja, wir brauchen irgendwas, was sich besser lenkt. Hier die Fins wegnehmen.
Jetzt habe ich so ein Stechen im Finger. Was ist denn da los? So, dieses Winglet, das sind aber diese furchtbaren. Ich würde eher dazu tendieren, hier einfach mehr Schub aufzugeben. Und wir wollen mit diesen Basic Fins dann lenken. Gleichzeitig wollen wir aber auch hier am Launch Stability Enhancer nicht sparen. So. Gut, damit steht das Ding auf dem Boden. So, die hat sich jetzt geneigt hier rüber. Das bedeutet nichts Gutes. Wir müssen auf jeden Fall hoffen, dass wir genügend Geschwindigkeit aufbieten, um das Ganze gerade zu halten. So, für den Low-Resolution-Scan wird uns wahrscheinlich der Strom ausgehen mit der Zeit. Aber wir haben ja noch das Thermometer dabei. Beziehungsweise, ich werde mal das hier ausbauen. Und wir nehmen mal ein Orbital Telescope mit. So, ich hoffe, das wird sich nicht zu sehr auf die Fluglage auswirken. So. Ach ja, guck mal, was ist das? Launch Control. Ei! Cool. Das ist ja geil. Ist das geil? Das ist dieses geile Countdown-Menü. Und ich sehe, wie ich immer noch nicht genügend... Wow! Wie ich immer noch nicht genügend Schub aufbringen kann. Lass mal gerade die Ruhe. Okay, also ohne irgendeinen Stability Assist kannst du das komplett vergessen. To the ground mit dir. Ups. Okay, zum Space Center zurück. Das war schlecht. Also damit, das können wir erstmal vergessen. Hier liegen noch Teile. So, also das können wir nicht machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal mit Valentina in den Orbit fliegen. Und dann dort irgendwas... Ah, ich hatte auch noch eine Idee. In der Tat, wir haben ja jetzt... Pass mal auf, der 2B, der ist ja bis in den Orbit gekommen, ne? Wir müssten jetzt da einfach noch ein... Wie viele Teile hat der? 30, okay. Aber wir können ein paar Teile sparen. Das Mystery Goo, weg. Das Ding weg. Das weg, das weg. Das weg. Antenne brauchen wir momentan auch keine. Und die Batterien auch weg. So, jetzt haben wir das Ganze ziemlich gestrippt bis aufs Minimum. Gewicht spielt ja keine Rolle mehr. Das heißt, da können wir ruhig mit großen Tanks und großen... Ja, hier dieser kleine Tank zum Beispiel. Bullshit, weg. Ja, dann lieber hier einen großen Tank, was wir hier aufbieten können. Ran, klack. So, wir haben 10 Parts Platz. Ich habe jetzt zwar kein Boxsat dabei, aber ich habe... Warte mal, den Shoot auch weg. Hier setzen wir nämlich jetzt einen Decoupler drauf. Ist das... Und ich möchte jetzt unseren ersten Satelliten ausbringen. Und zwar, wo sind denn die scheiß Decoupler? Da. So, Coupling. Wir setzen hier diesen Low-Profile-Stack-Adapter, obwohl. Wir hatten doch auch...
diesem Interstage die Coupler, da kann man was reinpacken, aber das ist nicht das, was ich suche. Ich suche diese Box. Haben wir so eine Box, wo wir Teile reintun können? Die war doch hier irgendwo. Unter Payload, for storing parts. Aber da ist nur ein KISS Inventory. Hier kann ich quasi die KISS-Teile einpacken, aber ich habe hier ist jetzt die Frage, kann ich hier so ein Probodobodyne? Kann ich den hier reinpacken? Nee. Bräuchte ich 800 Apples Liter? Der hat 1000 Liter. Nee, das machen wir nicht. Da müssen wir anders bauen. So, das heißt, wir würden jetzt hier so eine Gitterkonstruktion draufsetzen. Hier setzen wir ihn drauf, ihmchen. Oh, und was wir als allererstes machen, hier unten kommt mir bitte ein Heat Shield. So. Okay, Electrical. Wir müssen ja momentan, sind wir auf jeden Fall auf Batterien angewiesen. Das heißt, wir haben hier so den Circle of Batteries hier unten drin. Jetzt, ganz wichtig, wir brauchen Fallschirm, Parachute. Da reicht natürlich jetzt einer. Den müssen wir leider hier schräg anbringen. Aber das macht ja nichts. Also für den Pod langt es auf jeden Fall. So, dieses Ding hier braucht allerdings noch eine Antenne. Hier langt jetzt allerdings auch diese kleine Communautron. Und jetzt sind wir bei 33 Parts. Das heißt, wir müssen hier mit den Batterien ein bisschen zurückgehen. So, jetzt hätten wir den ersten Satelliten, der Kerbalhide. Und der möge bitte das haben wir eigentlich ausgeforscht, ne? Ich überlege gerade, wie wir es noch effizienter machen könnten. Ich würde das Ganze gerne auf einen polaren Orbit setzen. Aber mit den vier Batterien hält er halt nicht lang. Ne? Die haben 100 Electrical Charge, das heißt 400. Der ist relativ schnell aus und der sollte eigentlich während des Fluges irgendwas Tolles noch schaffen können. Das wäre so mein Traum erstmal. Den Magnetometer, den haben wir jetzt eigentlich schon ausgemagnetometert. Wir könnten allerdings das Ding in relativ hohen parabelförmige Flugbahn bringen. Das heißt also auf über 200 Kilometer Apoapsis mit Valentina steigen, ohne einen Orbit zu machen. Und es von da aus dann quasi zurückzubringen. Da bräuchten wir allerdings dann eigentlich dieses unbemannte Ding nicht für, ne? Weil das kann im Endeffekt nichts außer darum schweben. Oder wir verzichten auf das Ganze. Und würden das so bauen. Und wir machen nochmal einen letzten bemannten Flug. Machen wir es doch nochmal so. Manchmal muss man auch einfach nochmal den Mut haben, einen Schritt zurückzugehen. Und ich möchte Science, ich möchte noch ein paar Sachen mitnehmen. Das auf jeden Fall noch. Vielleicht können wir das so ein bisschen, ach, das ist ja falsch. Ich muss ja hier. So, einmal, zweimal. Und den Science Junior, den nehme ich gar nicht mehr erst mit. Drei Parts dürfen wir noch. Press Mart und Too Hot natürlich, ja.
Vielleicht verändern sich ja doch die Druckverhältnisse im Tiefraum, nenne ich es mal. Ein wenig. So, und dann hätten wir noch einen Teil Platz. Und hier möchte ich mich entscheiden für einen zusätzlichen Treibstofftank. So. Solid Booster abwerfen. Normaler Booster brennen, abwerfen, landen. Survival. So, Mark 2. Mark 3. Jetzt sind wir ja schon eins weiter. So. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich das mir vorstelle. So, Valentina zählt runter. 3. Ach, Jebediah sitzt am Steuer. 3, 2, 1, go for it. Hat er sich schon mal reingeschlichen, der Schlingel. So, bisher sieht alles gut aus. 4 Triebwerke laufen perfekt. Beziehungsweise 4 Solid Booster. Und... So, wir verlieren jetzt zwar ein bisschen Geschwindigkeit, aber nicht so viel. Aber wir steigen ja immer noch und das ist die Hauptsache. So, wir wollen jetzt auf einen sehr hohen Flug, auf eine sehr hohe Flugbahn. Ich möchte über 200 Kilometer oder über 250 Kilometer, wenn es geht, von Kerbin weg. Und dann wollen wir mal schauen. Ich bin immer noch nicht schlüssig, wie es sich verhält mit, wie es sich verhält mit dem Remote-Tag. Es ist immer noch quasi erste Aufnahmesession. Ich bin am Überlegen wirklich, ob ich es doch lieber wieder drauf mache, weil dieses Kerbal.com, ich finde es halt ein bisschen schade mit dem, dass du quasi rund um den Planeten überall Empfang hast. Andererseits wäre es sehr rückständig, nur eine Funkstation auf der ganzen Erde zu haben. Man stelle sich vor, auf unserer Erde war es halt ein bisschen anders, ne, durch den Kalten Krieg. Da musste man, also da konnten halt die Russen nicht sagen zu den Amis hier, pass mal auf, wir wollen mal eine Funkstation von euch gebrauchen. Ja, das ging dann nicht. Ja, vielleicht am ehesten mit der Schweiz konnte man bestimmt noch reden. Aber... Und umgekehrt natürlich auch nicht. Ja, und Russland ist jetzt flächenmäßig ziemlich groß. Ja, die können ja quasi ein Drittel der Erde von sich aus schon abdecken. Entschuldigung. Aber, naja. Auf Kerbin hat man das nicht. Die Kerbelheit lebt in Frieden miteinander. Ja, auch wenn es da Mods gibt, die den Kerbels unbedingt noch Krieg angedeihen lassen wollen. Wovon ich jetzt persönlich nichts halte. ist doch die, die Kerbelheit ein friedliches Volk. Und deswegen glaube ich auch, dass die Kerbels rund um den Planeten definitiv Funkstationen errichten könnten, gekonnt haben können. So, wir entfernen uns auf jeden Fall hier von Mission Control sehr weit.